Hallo, willkommen bei Conny Canarias Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Wir sind immer noch bei den rückbezüglichen Füllwörtern mit Beispielen. Um wie viel Uhr stehst du auf? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas? Ich stehe um 6 auf, dusche mich, rasiere mich und frühstücke. Me levanto a las 6, me ducho, me afeito y desayuno. Me levanto a las 6, me ducho, me afeito y desayuno. Und gehst du früh schlafen? Y te acuestas temprano? Y te acuestas temprano? Nein, ich gehe spät schlafen. No, me acuesto tarde. No, me acuesto tarde. Ich muss schon gehen. Ich muss schon gehen. Tengo que irme ya. Tengo que irme ya. Ja, heute musst du früh schlafen gehen. Sí, hoy debes acostarte temprano. Sí, hoy debes acostarte temprano. Du schläfst nicht genug. No duermes bastante. No duermes bastante. Gute Nacht, Anna. Buenas noches, Anna. Buenas noches, Anna. So, das waren noch mal ein paar Beispiele. Wir haben also hier das rückbezügliche Fürwort von Irse, das heißt weggehen, irse, und in der Ich-Form heißt das dann me voy. Und wenn ich jetzt aber sage, ich muss weggehen, tengo que irme. Da ist also in dem tener que die Konjugation, das wird konjugiert, und hinten haben wir dann die Grundform, und da wird dann das rückbezügliche, das me einfach an die Grundform mit drangehängt. Tengo que irme. Ich muss gehen oder ich muss weggehen. Ja, ist nicht so einfach, aber nach und nach klappt das dann schon. Dann haben wir das Verb deber. Das bedeutet auch müssen. Zum Beispiel, heute musst du früh schlafen gehen. Hoy debes acostarte temprano. Hoy debes acostarte temprano. So, das langt erstmal. Muchas gracias. Hasta mañana.